Hallo und moin moin. Herzlich willkommen zum Thema adleristische Vermessung, das Rückwärtseinschneiden. Dieses Vermessungsverfahren dient wie auch das Vorwärtseinschneiden dazu, den Standort der Geschütze zu bestimmen. Je genauer die Vermessungsergebnisse sind, desto genauer ist die Lage des Feuers der Geschütze im Anschluss. Beim Rückwärtseinschneiden werden die Koordinaten des eigenen Standortes von mehreren bekannten Festpunkten aus bestimmt. Ich werde im Folgenden das Verfahren simulieren. Hierzu verwende ich dieses fiktive UTM-Gitter im Maßstab 1 zu 50.000. Hier ist unser Standort, dessen Koordinaten zu bestimmen sind. Auf unserem Standort bauen wir unseren Richtkreis auf und richten ihn ein. Das heißt, der Richtkreis wird unter Berücksichtigung der Nadelabweichung auf magnetisch Nord ausgerichtet und die Libellen eingespielt. Nun können wir loslegen. Von unserem unbekannten Standort aus sehen wir drei Festpunkte bzw. trigonometrische Punkte ein. Die Koordinaten dieser Punkte können wir der Festpunktliste entnehmen. Punkt A mit dem Planzeiger 7100 70 00, Punkt B mit dem Planzeiger 7500 70 00 und Punkt C mit dem Planzeiger 7400 65 00. Zu diesen Festpunkten messen wir folgende Richtungswinkel: zu Punkt A 5600 Strich, zu Punkt B 0800 Strich und zu Punkt C 2900 Strich. Nun berechnen wir die Gegenwinkel von den Festpunkten zu unserem Standort, indem wir unsere gemessenen Winkel um 3200 Strich verbessern. Also 5600 abzüglich 3200 ergibt 2400. 0800 zuzüglich 3200 ergibt 4000. Und 2400 plus 3200 ergibt 5600. Nun beginnt die Kartenarbeit. Wir zeichnen von den Festpunkten die Richtungswinkel zu unserem Standort in die Karte ein. Von A zu unserem Standort, von B zu unserem Standort und von C zu unserem Standort. Hierbei entsteht ein Fehlerdreieck, in dessen Mittelpunkt unser Standort liegt. Der Planzeiger unseres Standortes lautet 7300 68 00. Damit hätten wir das Verfahren des Rückwärtseinschneidens erläutert. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Genauigkeit des ermittelten Planzeigers von der Sorgfältigkeit der Arbeit bei der Ermittlung abhängt. Wenn in der Vergangenheit Festpunkte nicht direkt vom Standort aus einsehbar waren, musste das Verfahren des Rückwärtseinschneidens in Serie, das heißt über das Ermitteln mehrerer Neupunkte, durchgeführt werden. Jede Ungenauigkeit führte somit zu Abweichungen in der Bestimmung, zum Beispiel des Geschützstandortes, die in Verbindung mit anderen Ungenauigkeiten dann Abweichungen beim Schießen bedeuteten. Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen einen kleinen Einblick in die Vermessungsarbeit der Artillerie vor der Digitalisierung der Systeme gegeben hat. Wenn Sie sich weiter über die Artillerie vor der Digitalisierung informieren möchten, empfehle ich die weiteren Videos auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.